Ja, hallo liebe Zuseher, endlich wieder einmal ein spirituelles Heute-Journal bei diesen turbulenten Zeiten. Denn ihr wisst ja, warum das ein bisschen gedauert hat. Wer meinen Kanal mitverfolgt, sieht ja, dass wir hier vor kurzem 14 Folgen Wurzelheimat aufgezeichnet haben und jeden Tag bis auf heute geht eine dieser Folgen online. Jetzt haben wir es bald durch. Und einer, der auch mit dabei war und ja, die Leute auch am Set mehr oder weniger fast überbegeistert hat, ist Ewald Schober heute an meiner Seite vom Live-Coaching-Center aus Deckendorf, LCC-Seminare. Und Ewald, ich kenne, ja, ich glaube, schon sehr viele Menschen, die Unglaubliches in ihr Leben bewegt haben und bewegen. Ich kenne Menschen, die unglaubliche Fähigkeiten besitzen, von geistigen Heilen über Channeling, was auch immer mir da untergekommen ist. Aber das, was ich bei dir so sehe, wie du das rockst, was aber nicht für dich, sondern für die Menschen da draußen, die auf, ja, nicht nur auf der Suche sind, sondern die sich auch eben verwirklichen wollen, das ist unglaublich und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Baruch. Schöne Einleitung. Dankeschön. Das hat mir so gefallen, Ewald, dass ich gesagt habe, wir haben am Samstag ein Tagesseminar bei uns hier in Eckenfelden in Gern. Das nennt sich Deine Wendezeit. Und indem dass sich diese Erde gerade oder unsere Zivilisation so extrem beschleunigt entwickelt, auf allen Bereichen kommen ja viele Menschen vielleicht gar nicht mehr so den Überblick. Junge Menschen suchen vielleicht irgendwo, ja, was kommt denn da so auf uns zu? Dann habe ich mich entschlossen, mein Wissen und alle meine Partner hier zu so strukturieren und hier einen Seminartag zu machen, wo ich Vormittag eben aufzeige, wohin geht die Reise. Toll. In der Technologie, in der Biotechnologie, in der künstlichen Intelligenz, im Transhumanismus oder auch in sonstigen Disclosure-Geschichten mit den nichtmenschlichen Intelligenzen, das ist wieder ein ganz spannendes Thema, aber auch. Und dann, das eine ist ja die Theorie und das zweite ist ja die Praxis. Und dann habe ich gesagt, Ewald, du bist mit dabei am Nachmittag und du wirst, und ja, da haben wir uns wie einen kleinen Eindringling, den schmeißen wir gleich raus. Und da werden wir, ja, Wunder auf Knopfdruck machen, nicht ich, aber du, erst Menschen zeigen, da passiert irgendwas Grandioses. Kannst du uns dann mal ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, was dich motiviert, warum du, sage ich mal, so viel unter Feuer stehst und sagst, was möchtest denn du in dieser Welt noch bewegen? Gerne, gerne, Nepomuk. Also, erstens mal, ich freue mich über diese Einladung, die du mir gegeben hast zu deinem Seminar. Normalerweise mache ich das nicht. So nicht jetzt aus Arroganz, sondern aus zeitlichen Gründen oft. Aber Nepomuk, ich kenne dich und ich weiß, du trägst das Herz am richtigen Fleck und du bist der Forscher, du bist der Sucher. Du möchtest den Menschen so viel mitgeben und wissen, was du entdeckst, sage ich, da muss ich dabei sein. Es geht gar nicht anders. Also definitiv, da freue ich mich schon riesig. Was ist vielleicht der, ja, wenn man da hingeht, was ist meine Motivation? Ich glaube, obwohl wir alle in dieser geistigen Entwicklungszeit sind, so heißt es ja immer. Ja, Jetzt sind genau. wir in dieser Epoche eingetreten, der geistigen Entwicklung. Zuletzt hatten wir die Entwicklung, diese Zeit der EDV, der Kommunikation, der ja, Handy, Computertechnik, Programme, tralala, sozusagen. Jetzt gehen wir in diesen Bereich. Wir haben ja immer wieder so Epochen und da haben wir uns ja in jeder Epoche extrem weiterentwickelt, wir Menschheit. Aber im Geistigen möchte es eigentlich hart sagen, sind wir wirklich nur in Kinderschuhen. Das hat ja zum Beispiel gezeigt, diese Corona-Zeit ist ja nicht das, was uns verboten worden ist, sondern wie die Menschheit darauf reagiert hat. Das Ja, wie heißt, wir miteinander umgegangen sind, ne? genau, vor allem kam Spaltungen. Spaltung, Feindschaften, Bruder redet nicht mehr mit Schwester, Eltern reden nicht mehr mit Kindern und umgekehrt, Trennungen, also Verurteilungen, da wo man ja sieht, wie weit sind wir eigentlich? Jetzt ist aber immer das Thema, wir sind ja in der geistigen Entwicklung. Man hört ja auch immer, dass wir Menschen viel mächtiger sind, wie wir denken.
So, jetzt, wenn man mal, jetzt mal ausschaut und die Frage stelle wirklich an die Zuschauer, stell dir mal vor, ich habe eine Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich bin nicht mächtig, mein Leben selbst zu gestalten. 10 würde bedeuten, ich bin sehr mächtig, ich kann alles. Wo glaubt ihr oder wo glauben wir Menschen, wo sind wir von einer Skala bis 0 bis 10? Vielleicht ordnet sie jeder mal irgendwo ein. Es kommt der blitzschnell. Du hast die gleichen 4, 5. Da wollen wir sagen, ja, ich kriege schon einige Dinge hin, aber dann kommen wieder neue Probleme. Da habe ich wieder Schwierigkeiten. Manche Dinge kriege ich gar nicht weg, manche kriege ich leicht weg. Also wo bist du? Und dann glaube ich, werden wir irgendwo sagen, hey, das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es alle möglichen Antworten. Nehmen wir mal an, wir sind zu zweigeteilt und sagen, auf einer 5. Also wir sind nicht unmächtig, aber wir sind ja nicht supermächtig. Mittelwert, ne? Genau. Aber gehen wir mal weiter zurück. Was heißt denn eigentlich, oder was heißt denn eigentlich, dass wir mächtig sind und Schöpfer sind? Jetzt wird meistens, wenn die Frage gestellt, dann sagen manche, ja, wenn ihr Krankheit habt, dann kann ich die wegmachen. Oder wenn ich Geld brauche, dann regnet mir das Universum auf die Füße. Das sind immer so die profanen Abteilungen. Ich möchte mal das anders sagen. Oder einen Parkplatz erschaffen. Ne? Genau. Die Menschen konzentrieren sich dann immer auf so besondere Highlights. Es geht aber in Wirklichkeit um ganz was anderes. Schöpferdasein heißt, probieren wir das einmal gemeinsam durchzugehen. So wie im Innen, so wie ich das Leben sehe, so wie ich das Leben will, so muss ich das Leben fühlen. Ich muss in den Bereich eintauchen. Fühle ich das Leben so? Also machen wir ein Beispiel. Ein Leben, wo man sagt, mal ist, vielleicht kommt einmal eine Herausforderung, aber selten. Und diese Herausforderung, die weiß ich ja, die nehme ich an, das ist meine Bühne, um zu erfahren, wie weit das ich eigentlich schon bin. Ansonsten habe ich eigentlich sehr gechilltes Leben. Alle Lebensbereiche, die mir wichtig sind, die laufen. Ich habe meine Freundschaft, ich habe meine Liebe, ich habe meine Familie, ich habe mein Geld, ich habe vielleicht auch viel Geld, ich habe überwiegend positive Ereignisse am Tag, ich habe ein positives Umfeld. Einfach ein Leben, vielleicht kann man sagen, im Flow. Dazu sind wir mächtig. Das sind meine Forschungsergebnisse der letzten 35 Jahre definitiv untermauert. Ewald, da darf ich aber kurz unterhaken. Da werden natürlich viele Zuseher sagen, das ist ja, hängt ja erstmal vom Glück ab, das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab. Ne, wenn uns die Politik immer weismachen will, dann wachse ich in einer bildungsfernen oder gut gebildeten Familie auf. Wo komme ich zur Welt, in der Stadt oder am Land, wie auch immer. Was habe ich denn für besondere Fähigkeiten, was habe ich für Schulbildung etc. Aber du sagst, ja, das mag schon sein, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ciao. Du hast natürlich kollektive Bedrohungen und Einflüsse. Also wenn jetzt die Regierung sagt, ihr müsst euch alle impfen lassen, ihr müsst eure Heizung rausreißen, ihr dürft nur noch in CRS sprechen, ihr, keine Ahnung, was ja alles passiert, das ist alles ein Wahn. So, jede Wahrheit, die ich zu meiner Wahrheit mache, muss sich immer bewahrheiten. Gehen wir den Spruch nochmal durch. Jede Wahrheit, die ich wähle, bewusst oder unbewusst, wo ich sage, ja, das stimmt, das ist so, die bewahrheitet sich. Das heißt, du schaltest diese Wahrheit in die Realität. Genau, du schaltest, indem dass du sie anerkennst und eintauchst, schaltest du sie in die Realität. Würdest du, und das tun wir alle, wir kennen viele Wahrheiten gar nicht an, A, weil wir es gar nicht mitkriegen und B, weil wir sagen, das ist ein Blödsinn. Dementsprechend kann sich das nicht bei uns in die Materie freistellen. Machen wir ein Beispiel, glaube ich, was jeder von uns kennt. Ich glaube, jeder hat ein wenig einen spirituellen Hauch in sich und könnte bestimmt irgendwas erzählen. Gehen wir zurück zu den kleinen Spukgeschichten. Da wurde die Treppe knackst, wo Tante Anna gestorben ist und an der Tür hat es geläutet. Jeder, glaube ich, kennt solche Geschichten, die hier zuhören.
Es gibt aber Menschen, die sagen, so ein Blödsinn. Ihr seid ja alle nicht ganz dicht, das gibt's ja alles nicht. Und ich sage, der Ort, der hat recht. Der hat das nicht anerkannt, das kann sie nicht in dem seinem Leben sein. Wenn du das anerkennst, wird es sich zeigen. Das bedeutet, beide haben recht. Was bedeutet das fürs Leben? Jetzt gehen wir mal von einer kollektiven Bedrohung aus. Das heißt, weil du aus dem Land aufgewachsen bist und weil du kommst unter die Bildung hast, wieder aus dir nichts besonders wert. Trauche ich in diese Wahrheit ein, bewusst oder unbewusst, werde ich dementsprechend das erfahren. Also die Bewahrheitung werde ich erfahren. Ich habe mir praktisch ein Muster programmiert, nachdem ich dann, sage ich, mir handeln, denke und fühle und arbeite. Natürlich. Genau. Das heißt, es bewahrheitet sich das, was mir, sage ich mal, indoktriniert wurde. Ja, genau. So, jetzt treten wir ein. Jetzt bekomme ich den Beweis. Trete ich nicht ein, bekomme ich den Beweis nicht. Okay. So, was bedeutet das fürs Leben? Im Regelfall wollen wir Menschen entweder gewisse Dinge erreichen oder wir wollen gewisse Gefahren vermeiden. Es gibt ja im Leben nur zwei Motivationsfelder. Nur zwei. Es gibt keine 10, keine 8, keine 13, keine 100. Das heißt, es gibt immer nur zwei. Das ist entweder, ich möchte etwas haben oder ich möchte Freude verspüren. Ich sage, Motiv Nummer 1, Freude verspüren. Mhm. Motiv Nummer 2, Schmerz vermeiden. Mhm. Also eine eventuelle Bedrohung, die vielleicht gar nicht da ist, die besteht in meinem Kopf und sagt, ach, was ist denn, wenn ich in 5 Jahren vielleicht mal arbeiten kann, kann ich dann noch die letzten Raten meines Hauses bezahlen. Jetzt erschaffen wir uns eine Bedrohung. Wir erkennen eine Wahrheit. Und dementsprechend ist diese Wahrheit bei uns präsent und es geht nach diesem Verlauf. Jetzt machen wir ein anderes Beispiel. Ich möchte etwas erschaffen, ich möchte etwas haben, ich möchte ja kreativ in meinem Leben einwirken. So, jetzt setzen wir uns wieder Grenzen und wir sagen, na, schau mal her, rein physikalisch gesehen, rein wie das Leben verläuft, kann ja das nur bis dahin gehen, weiter nicht. Wenn ich diese Wahrheit abwählen kann, dann kann ich diese sogar physikalischen Gesetze übergehen, weil sie für mich nicht wirksam sind. Und somit kriegen wir immer in der Welt mit, dass Menschen, wo viele gesagt haben, das geht nie, das geht nicht, das haben schon 10.000 vor dir probiert, das geht nicht. Immer wieder einer schafft es. Wenn es einer geschafft hat, sehen die anderen oder kriegen es mit, es ist im Feld gespeichert und sagen, jetzt habe ich auch eine Chance. Sie erkennen diese Wahrheit. Da gibt es ja immer, einer wirklich meiner Lieblingsbeispiele, ich glaube, ich habe dieses Beispiel am meisten berühmt gemacht von allen Menschen. Und zwar ist das Beispiel von Roger Bannister. Mhm. Roger Bannister hat ja bis zum Jahre 1900, also alle Menschen haben probiert, seit der Romzeit, seit so Spiele gibt von Athleten, haben die Menschen probiert, eine Meile zu laufen unter 4 Minuten. Und das ist Jahrtausende, wenn man das so sieht, vielleicht so sieht, zwei gehen möchte, niemals gelungen. Es hat ein Mann, dieser Roger Bannister, das im Jahr, ich glaube 1954, erreichen. Erstaunlich. Aber seine Beispiele gibt es ja viele. Weißt du, viele haben probiert zu fliegen, ging nicht. Viele haben probiert das, ging nicht. Einer hat es immer erreicht und dann ging es weiter. Das Erstaunliche ist, dass Roger Bannister hat es erreicht, Mitte 54, glaube ich. Und ab diesem Zeitpunkt haben sie im gleichen Jahr, also im letzten halben Jahr, weitere 79, im nächsten Jahr weitere 250 und ab heute ist es normal erreicht. Verstehst du? Wenn der diese Wahrheit, dass das nicht weitergehen kann, nicht anerkennt, dann ist das nicht wahr. Und genau, du sprichst sagen, ja, Hokus Pokus ESO-Einstellung. Nein, das ist wissenschaftlich begründet. Ganz genau. Das, was ich anerkenne, ist wahr. Das, was ich nicht anerkenne, ist nicht wahr. Also es zeigt sich, es ist schon wahr, aber es zeigt sich nicht in meinem Leben.
Und für diese Wahrheiten werde ich am Samstagvormittag mal ein bisschen ja, die Vorbereitungsarbeit leisten, um mir aufzuzeigen, was überhaupt Realität ist. Denn das, was wir unter Realität verstehen, ist etwas ganz anderes, als wir eigentlich bisher gelernt haben. Und da kann man das auch ja, wissenschaftlich verstehen. Dann sagt, aha, ja, diese Realität ist ja ganz was anderes, ist, als wie wir glauben. Ich möchte jetzt ja hier die Katze noch nicht aus dem Sack lassen, aber das ist spannend, weil durch das gibt es neue Wahrheiten. Man kann also diese Klammern immer wieder aufmachen. Dann haben wir gesagt, dann ist das, was auch Gianni Bernucci immer sagt, in den Seminaren sagt, lass mal die Möglichkeit offen, dass es auch anders sein kann. Und dann macht es Schnacken. Genau. Also ich habe jetzt letztes Wochenende habe ich, so diese Ausbildung für Speaker und Trainer gehalten. Und da haben wir Experimente gemacht. Das war ganz interessant. Und zwar haben wir das erste Mal im Leben gemacht, dass wir uns auf Eier stellen. Okay, also du nimmst jetzt zwei so Backeleier her. In jedem sind 10 drin, das wisst ihr. Die stellst du jetzt hin. Und es heben dich andere darauf. Also du kannst nicht gleich mit einem Fuß drauf gehen, weil dann verteilen sich dein gesamtes Gewicht auf eine Eierschachtel. Es muss jemand draufheben oder du stützt dich ab und lass dich runter. Rein, wir haben das noch nie gemacht, ich habe das nur einmal gesehen. Rein nach physikalischen Wahrheiten, Gesetzen und mathematischen Gesetzen ist es nicht möglich, dass ein Mensch über 80 Kilo darauf stehen kann, weil es wird zerbrechen. Dann hast du da Bis ein Eiermatsch 80, in der Schachtel drin. ja voll, so jetzt, wir haben das ja testet. Bis 80 Kilo war das überhaupt kein Problem. Null. War keins. Dann haben wir mit den Teilnehmern was gemacht. Was spielt jetzt keine Rolle, okay? Dann gingen auf einmal 85. 5 Kilo mehr, wie die Wissenschaft sagt. Dann habe ich gesagt, packen wir die 90. Dann haben wir 95 gepackt. Geendet sind wir bei 104. Das heißt, wir haben um 24 Kilo die Naturgesetze gebrochen. Da Wir lassen uns jetzt muss ich ja einen drauf sagen, gehen. hat er denn besondere Eier gehabt oder sowas? Nee, wahrscheinlich vom Kaufhaus, oder? Hören Aber dann auch schau, nicht. ich habe nur eins gemacht, dass wenn jemand fragt, geht die Technik, egal, da kommen wir entweder am Samstag drauf oder ich komme dann auf der Exchange, das ist vollkommen egal. Wichtig ist, ich habe etwas getan, wo die Menschen Glauben haben können, dass es doch weitergeht. Jetzt erschaffen wir eine andere Wahrheit. Und somit heben wir bereits seit Jahrhunderten bestehende Naturgesetze, physikalische, mathematische Gesetze auf, weil wir es nicht anerkennen. Die Frage ist ja nur, wie komme ich da hin? Genau. Und da werde ich euch den Einblick ja geben bei dir am Samstag in der Wendezeit. Das ist natürlich jetzt gerade 2 Stunden, müssen wir jetzt, das ist ja kurzer Abriss, da brauchen wir nicht reden. Aber wir werden da wieder Dinge tun. Ja, also ich werde euch eine Technik geben, wo wir eben diese Wahrheiten aufheben. Und dann werden wir irgendwelche Dinge tun. Keine Ahnung, also lasst euch überraschen. Da wo du sagst, ja genau, das geht ja nie. Ja, also das kann ich. Du wirst es aber sehen, es geht. Jetzt bekommst du einen Eindruck, was Schöpfer ist. Genau, dass wir Verstehst praktisch du? viel, viel mehr können und mächtiger sind, dass wir uns permanent eingeredet wird. Weil Ich diese bin nicht gerade Experimente, die eingeredet, du was hier wir machst, anerkennen. ja Nicht genau. eingeredet. Ich sehe einen Fernsehfilm. Ich lese was in der Zeitung. Ich kriege vom Nachbarn mit, dass der sagt, ah, bis dahin geht's, aber dann geht es nicht weiter. Genau. Verstehst du? Wir werden eine Beredung, eine Einflüsse. Wir erschaffen in uns ein Bild. Und nach diesem Bild, nach diesen Regeln, werden wir bestätigt. Habe ich eine Möglichkeit, und das ist die große, aus dem rauszutreten und bewusst zu sagen, erkenne ich gar nicht an. Aber nicht nur zu sagen, kenne nicht an, sondern das muss ja authentisch sein, muss das fühlen, da wo du wirklich sagst, na, das glaube ich nicht, das stimmt nicht. Also für mich stimmt das nicht. Wenn du das sagen kannst, aus Überzeugung, dann hast du alles durchbrochen. Wir sind Schöpfer geworden. Wir können alles, wirklich alles. Das hat ja die Epoche der Menschheit bewiesen. Ja, zuerst haben wir einen Hammer gehabt. Wir haben nicht reden können. Dann hat jemand erfunden, dass es ein weiteres Werkzeug gibt, dass man Laute von sich geben kann. Es hat sich ja alles entwickelt, weil immer wieder einer oder eine
das Bisherige in Frage gestellt hat und geschafft hat, in ihrem Geist weiterzugehen. Kennt ihr den Spruch? Und somit glaube ich, versteht man es. Kennt ihr den Spruch, wo wir oft einmal zu Kindern sagen oder zum Freund, ach, das hast du doch Gott eingebildet. Leute, Einbildung ist der erste Schöpfungsakt. Genau. Wenn ich mir einbilde, dass das so und so ist, dass ich das und das kann, das ist der wichtigste Schöpfungsakt. Da beginnt es. Das, was wir immer sagen, das hast du eingebildet, das ist in Wahrheit dein Start. Wenn ich mir einbilden kann, machen wir ein anderes Beispiel von Experimenten. Wie das so hochgekeimt ist mit Gaspreisexplosion und Stromexplosion. Mhm. Hat ein Team, eine Person in meinem Team, Forschungsteam gesagt, jetzt pass auf, wenn ich das nicht anerkenne mit dem Gas, dann kann es mir nicht treffen. So, das stimmt. Sage ich, geile Zeit, das probieren wir. Also jetzt ist sogar, jetzt kommen gerade diese ganzen Abschläge und die erste die Nummer. Du, der hat nur Rückzahlung, keine Erhöhung, nur Rückzahlung, der bezahlt fast keinen Abschlag. Wer weiß. Dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich bei Strom. Okay. Bei Gas habe ich nicht mitgekriegt, weil mich hat es schon erwischt gehabt. Mhm. Also ich habe meine Nachzahlung schon gehabt. Also wird es kräftig erwischt. Sage ich, dann mache ich es bei Strom. Jetzt habe ich es bei Strom gemacht, vor allem melden die sich, überweisen mir einen Riesenbetrag zurück, weil ich es wenig gebraucht habe. Dann haben wir runtergesetzt von 400, meine Frau ist immer so, die sagt, da gehen wir gleich hoch, kommen wir Preisentwicklung, wir gehen wir gleich auf 400. Jetzt haben wir die runtergesetzt auf 99. Na, Wahnsinn. Jetzt hat das meine Frau mitbekommen und sagt, ja, trotzdem, ich mag nie was nachzahlen, dann soll es wenigstens auf 250 gehen. Das hat sie nur dreimal gesagt, es ist nicht erhöht worden. Ich habe mir schon halb tot gelacht. Jetzt kam ja nochmal, sie bleiben bei den 99 und da ja jetzt die Strompreise günstiger werden, möchten sie gerne den Abschlag auf 50 Euro. Da brauchst du gar nichts. Nepomuk, 50 Euro für 400 Quadratmeter Nutz- und Wohnfläche. Da also, wird jeder sagen, das geht nicht. Ne? Das nein, ist das geht Brett, nicht. Ich meine, wir sind ja technisch, haben wir jeden, wir sagen, eins wie es jeden Quelle fährt. Aber merkst du das, in dem Moment, wo wenn du es schaffen kannst, da ist ja die Krux, dass ich diese nicht förderlichen Wahrheiten abwähle und in einer anderen Einbildung, wo wir es wirklich profan zu erklären, lebe, dann geht das. Ja, da ist die Krux. Ich sehe schon, Ewald, das wird ein sensationeller Samstag werden, so einmal von der Theorie, was ich alles aufzeigen werde, wo die Menschen sagen, das kann ja alles gar nicht möglich sein und dann singen die das Nachmittag, dass das möglich ist und genau das ist, das sind diese Sachen, wo man sagt, ja, die müssen doch eins an der Klatsche haben, wenn ich sie in die Sachen erzähle, ja, und dann sagst du, nee, ihr seht ja das am eigenen Leib, ihr macht es ja damit. Also ich muss jetzt, jeder Zweifler jetzt, was ja normal ist, also ich werde jetzt auch zweifeln, wenn ich das höre, dann sage ja, genau. Das ist wieder so ein Großmal, der sagt, ja klar, alles kannst du sagen, komm, genau. Schau da so, stell mir auf den Prüfstein. Geh als kritischer Teilnehmer überhaupt rein. Und ich zeige dir Dinge, wo du danach sagst, hätte ich nicht erwartet. Zum Glück. Ein Day of Change. Genau, also das ist wieder, ja das Spannende. Du hast ja demnächst wieder einen Day of Change. Das meine ich ja nur eine Kleinveranstaltung im Gegenteil zu dem, was du dann am 29. und 30. Juli machen wirst. Wo finden überhaupt statt? Also es findet immer Nähe Fulda statt, in dem Ort Bad Salzschlirf. Die wird dann hinterher das verlinken, damit die Leute auch das finden. Super, danke. Also gibt es immer in Fulda, weil das ist so mit Deutschland. Die Gäste kommen natürlich aus dem ganz deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, aber da sind wir relativ zentral. Mhm. Ich gebe 4 Day of Change im Jahr. 4 verschiedene Themenbereiche. Es ist immer das letzte Wochenende im September, immer das letzte im April, immer das letzte im Juli und immer das letzte im Oktober. Mhm. Also das kann man sich merken. Und du gehst bei mir auf die Homepage lcc-seminare.de, das ist das halt explizit. Aber so kann man sich das merken. Da sind ein paar hundert Menschen da und immer wieder zu einem sehr interessanten Thema. Das kriegst du übrigens für 149 Euro. Also das ist der Witz. Ich gebe jedem Menschen die Chance, ein Schnupperticket zu bekommen. Mhm. Einmal, also einmal kriegst du ein Schnupperticket. Danach musst du entweder die Reihe buchen oder sagen, hat man viel gebraucht oder nicht und bin wieder raus. Aber eine Schwörer sagt, er viel gebraucht. Er heißt ja nicht umsonst Day of Change. Das ist ja der Tag oder die Tage der Veränderung. Und da
Wir haben notarielle Bestätigung, dass sich jeder verändert. Der Notar bestätigt, jeder, der wohl dort ist, dreht sein Leben. Wie kann man das nachweisen? Wir können es beweisen. Wir sind ja keine Esoteriker, sondern wir sind keine Spiris. Wir sind ja eigentlich Wissenschaftler. Genau, aber Spiritualität geht es ja um diese geistige Arbeit. Das ist ja, wir kommen ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, in dieses Zeitalter des Bewusstseins, das wir sehen, dass wir mit Bewusstsein diese Realitäten, dieses Leben komplett anders machen können. Und wir waren ja immer bisher nach außen ausgerichtet. Genau, also eigentlich ist es ja so. Wenn du es so siehst, bin ich ja voller Spirit. Ja, genau. Das heißt, weil ich probiere, den Geist zu erforschen. Nur, damit die Menschen das ja dann verstehen und glauben können, beweise ich es im Nachhinein durch notarielle Bestätigungen, durch wissenschaftliche Bestätigungen, durch einen Doktor der Statistik, weil er die Aufzeichnungen sieht. Also ich probiere es ja den Menschen auch wissenschaftlich darzustellen. Der nächste Day of Change, sehr spannendes Thema. Und das, glaube ich, müsste weltweit einmalig sein. Ich verspreche das auch. Du gehst 1,5 Tage auf diesen Day of Change. Die Zielsetzung ist, und jetzt haltet euch fest, dass du nie mehr im Leben Sorgen, Ängste oder Schuldgefühle hast. Wow, das ist eine Ansage, oder? Also stellt euch mal das vor. Wir sagen jetzt, alles war schön. Nein, nein, langsam. Alles, was uns drückt, was uns nicht entfalten lässt, was unsere wirkliche Natur unterdrückt, deckelt, sind Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Hm? Viele sagen, na, das sind Glaubenssätze. Dann sage ich, die entstehen ja daraus. Ja. Die entstehen ja daraus. Wir haben ja nicht 1000 Feinde, weil viele sagen, ah, ich habe den Feind, den und das und jenes und das, da kommen wir nicht so gut hin. Wir haben genau 3 Feinde. Das sind Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Probieren wir das so zu sehen. Angeblich laut Gehirnforschung haben wir 60.000 Gedanken. Wie viele Gedanken am Tag, glaubst du, beschäftigen sich mit irgendeiner oder mehreren Sorgen? Merkst du was? Mhm. Das ist ja immer, das hält ja vom Leben ab. Du siehst das Schöne und hast im Kopf, so, das ist richtig. Oder Angst, da musst du zusammenziehen. Oder wieder das Schuldgefühl, wo man sagt, ah, ich mag dich nicht hinaus, hast du schon so viel Scheiße gebaut. Wir haben so viele Menschen davon gelitten. Wenn man die wegbringt, kommt deine wahren Ressourcen nach oben. Ich glaube, das ist ja logisch. Und die werden wir mit Techniken abstellen, die wir entwickelt haben. Und ich schweige. Aber nachhaltig, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, auch nachhaltig. Nicht, wenn die Leute rausgehen und zu Hause sind und dann ist es wieder weg. Genau. Also pass auf. Es ist so. Wenn du auf einem Seminar bist, logisch, du wirst so viel erfahren, was du alles kannst und wie das geht und wie die Technik funktioniert, wirst du sagen, ich habe nie mehr Ängste, Sorgen, Schuld. Hoppalapapp. Jetzt kommt der Montag, jetzt kommt der Dienstag, der Mittwoch, am Donnerstag bist du wieder in der alten Phase. Und es wirkt wieder wie immer. Wie es halt immer ist, so schön die Seminare sind, Nachhaltigkeit bringen sie meistens wenig. Hier nicht. Weil ich dort etwas ansetze, über das werden wir auf der Chain sprechen, wo ich dir verspreche, irgendwann, bei mir war es in der Küche, irgendwann bin ich in meiner Küche gestanden, und habe gesagt, es ist was anderes. Irgendwas ist passiert. Ich habe meine Frau Wosen gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin sowas seit Wochen. Freude, ich nehme nur noch das Positive auf. Ich freue mich über jede Kleinigkeit, über die Blume, über die Menschen. Ich habe sogar einen Weitblick. Ich kann Dinge, also irgendwas ist anders. Sagt sie, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Dann haben wir geredet und geredet und dann ist mir eingefallen, weder Sorgen, nur habe ich Ängste. Und jetzt kommt dein Inneres von alleine raus. Und das verspreche ich euch, das werde ich erleben. Wann weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du in der Küche stehst oder ob du beim Autofahren bist oder beim Schlafen, ich weiß es nicht. Aber es haben wir tausende von Menschen bestätigt, die dieses Seminar besucht haben, das in der James und sagen, eines Tages Wasser und dann sind sie weg. Ewald, es hört sich natürlich alles sehr extrem fantastisch an und ich hoffe, wir konnten vielleicht den einen oder anderen motivieren und sagen, okay, das schauen wir uns erst einmal in der Wendezeit live an, so einen kurzen Einblick da Nachmittag
Und dann sagt er, okay, und dann nutze ich diesen Day of Change, weil viele sind ja auf der Suche. Viele sagen, diese Komplexität, die jetzt zunimmt, die Kommunikation, die von außen kommt. Wir haben hier Kriege, wir haben hier Bedrohungen, wir haben hier was ist Szenario. Das drückt ja alles auf unser Gemüt und auf unser Ding. Und dann heißt es, ja, du kannst dich nicht entfalten, jeder etc. Und wir werden das, oder du wirst das umdrehen. Nochmal, ich schule euch ja nichts, sondern ich probiere euch ja nur zu erinnern, wer ihr wirklich seid. Ihr müsst ja nur zurückgehen, wer ihr seid. Das ist ja verschüttet geblieben. Ganz genau. Ich kann ja nichts in euch wecken, was hier drinnen ist. Ganz genau. Du lernst bei mir nichts. Ich möchte nur daran erinnern, mit praktischen Beispielen, wo du sagst, ich hab's gewusst. Verstehst, das ist dann der Moment. Du kriegst nochmal die Bestätigung, jetzt machen wir weiter. Okay. Und übrigens, Nepomuk, wenn du sagst, wir Menschen sind ja eigentlich hilflos. Da wird irgendwo ein Gesetz erlassen, da müssen wir uns fügen. Da ist ein Krieg, da können wir nichts dagegen machen. Da ist die Situation, da ist die Pandemie, da können wir nichts machen. Natürlich können wir nichts machen, wir können gar nichts machen. Weil wir Menschen denken, wir haben nur drei Werkzeuge des Erschaffens. Nämlich, dass wir logisch denken können, dass wir sprechen können und dass wir mit unserem Körper agieren. Also wenn nichts mehr hilft, gehen wir auf die Straße. Körperaktion. Demonstration. Von den weltlichen Erschaffungswerkzeugen haben wir nur Denken, Sprechen, Handeln. Aber im geistigen, Freund, da seid ihr so mächtig, jeder Einzelne, egal wie jung oder alt, egal in welcher sozialen Schicht, egal welchen Horizont er hat, egal woher, jeder Mensch hat die gleiche Fähigkeit im Geist, die Welt zu verändern. Genau, wir können wenn wir mit da hinein. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Raus aus der Ohnmacht. Genau, und das zeigst du auf, wie das geht, wie man diese Realität weil wir denken alle, diese Realität ist ja unabhängig von uns, wir werden hier hineingeboren und dann ist das und das stimmt nicht. Und das zeigen wir am Samstag und dem Day of Change auf, dass das ein Druckbild ist. Spannende Bingo. Geschichte. Bingo, mach mal, freue mich drauf. Jedes Seminar, jeder Auftritt, jedes Tag ist ein Experiment. Ganz wie genau. Weit können wir noch gehen? Ewald, es war ein sensationelles Gespräch. Ich hoffe, die Zuseher konnten was mitnehmen. Und wir sehen uns am Samstag und freue mich schon sehr. Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Danke, liebe Zuseher. Super, das wünsche ich auch. Okay, ganz liebe Grüße. Bis dann.